lalu itu arah girang turis ni teh. Di lahan tanah. Ya, also das ist ja der älteste Tempel hier in Central Lombok, meinte. Älteste Tempel. Tahun berapa dibangun ini? Tahu nggak? Ja, hunderte von Jahren steht es schon hier da. Und ist schon mehrmals renoviert worden. Ne? Auch wieder das gleiche Zeichen mit dem Hakenkreuz, ja. Und der heißt Lingsar Klot, ja. Pura Lingsar Klot, ja. Ilebante. Wow. Das ist der Tempel. Pura Lingsar Klot, ja. Mitten im Regenwald, ja. Mitten im Regenwald. Ja. Mitten in den Regenwald. Das sieht so wie Quelle, auch schon Wasserquelle da. So sehen unten. Die Tempel aus, ja. Ja, ja. Wir können auch schon runtergehen. Es liegt auch zufällig 12 Uhr, oder? Ja. In der Quelle, Wasserquelle. Ne. Es gibt auch schon hier Fisch. Die heilige Fische. Ja, vielleicht. Da sind Fische drin, sehen Sie schon. Ja, das sieht man schon, Fisch hier unten. Ja, da, ich habe auch schon Fisch gesehen. Ja, das, die Wasserquelle wird auch schon gebraucht hier. Ja, von hier auch wird dann gepumpt. Kein Fisch. Ich habe hier einen gesehen, ja. Ja, du musst den Leuchter halten. Die heilige Quelle. Da ist ein großer Fisch auch hier unten. Kannst du das sehen? Hier. Guck mal, da. Ist ein Fisch. Hier, hier. Ja, kannst du das? Ah ja. Boah. Was ein Keller, oder? Mhm. Guck mal da. Immer wenn das Ding wackelt, kommt Wasser, ne? Ja. Ja, das ist viel Wasser. Es gibt viel Wasser hier. Wasserquelle, ja. Deswegen auch schon bei den anderen Tempeln, da sind auch schon Wasserquellen dort. Ja, in Lingsar, ja. Noch weit von hier, Lingsar. Ja, ich bin weitergehen.
Das ist die Quelle. Ja, weiter. Wir dürfen in dem Mal auch schon überall rein. Ja. Der Altar in dem Haupttempel. Regenwald, ja. Regenwald, ja, und da ist die Quelle, guck mal. Auch schon ein großer Baum da. Wollt ihr Bild machen? Ihr könnt euch dann hinstellen. Er macht Bild, ja? Hier? Ja. Da, da, einfach mal. Da, raus. Da. Ja, da. Es wird auch irgendwie noch die gebaut. Die Bauer, ja. Das war alles neu jetzt, ne? Ja. Ja, guck mal, ein großer Baum hier. Ein großer Baum hinter uns, hinter dir. Großer Baum. Hinter mir? Ja, großer Baum. Ah ja. Foto. Ja, das ist ja von Shiva und das merkt man ja, normalerweise ist als der höchste Schrein da gebaut, ja, ja, in der Mitte. Und da sind ja die heiligen Tiere, Schildkröte und Schlangen, ja, oder Drachen irgendwie. Ja. Die zwei Drachen, ja, es gibt zwei Drachen, zwei Köpfe, ja, die sind ja die irgendwie mal die Wächter. In der Mitte kommt noch der andere raus. Ja. Die Drachengötter. Deswegen gibt es bei uns ja auch manchmal so durch Einfluss vom Hinduismus, ja, dass irgendwie mal die Erde von Schildkröte getragen wird. Ja. Deswegen haben wir jetzt so viel Beben. Wenn der Schildkröte sich bewegt, ach so, dann gibt es Beben. Ja. Ah. So. Ist einfach mal so ein Glaube, sowas. Ja, ne? Ja, ja. Das wird dann so auch schon so erzählt von unseren Eltern irgendwie. Ja.
ist genauso bei Finster, ja? Also Mondfinster, oder? Mhm. Heißt es ja? Dass irgendwie Mond von irgendeinem Riese verschlungen wird. Ja? Verschlungen wird. Aber nur der Kopf, ja? Und dann kommt er von den Hals raus. Ja? Also nur. Ja, ja. Ja. Ah, ja. Ja, also. Das ist der Mangostinbaum. Ja, das versucht man ja jetzt, wollte ich dir übrigens auf den Sunkel sagen. Gestern ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gestanden, dass der Erdogan, weil ja dort die Inflation 80% ist, ne? Aha. Und dass